Hallo und herzlich willkommen zu Durchblick Düsseldorf. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und das sind heute unsere Themen. Schauen Sie mal. Glückliche Schweine. Neue Initiative soll bessere Standards schaffen. Fehlende Unterkünfte. Düsseldorf hat nicht genug Platz für Asylsuchende. Kurioser Sport. Schwimmen als Nixe liegt im Trend. Am liebsten hätten wir es natürlich alle, wenn unsere Schnitzel von glücklichen und frei lebenden Schweinen stammen. Doch die Realität sieht meist anders aus. In der Massentierhaltung werden Schweine in enge Ställe zusammengepfercht. Die Initiative Tierwohl will jetzt Bauern unterstützen, die sich für eine bessere Tierhaltung einsetzen, damit es am Ende mehr glückliche Schweine gibt. Diese Schweine in der Nähe von Kempen können sich freuen. Denn für sie ist schon einiges besser geworden. Heute gibt es eine Zugabe. Bauer Heinz Lachs will bei der Initiative Tierwohl mitmachen. Dafür muss sein Hof bestimmte Kriterien erfüllen. Tierwohl kann nie zu wenig sein. Wir haben schon viel Tierwohl gemacht, aber ich denke, besser werden können wir auch in dem Gebiet noch. Wenn die Tiere sich wohler fühlen, ist auch für uns ein Vorteil. Fühlt man sich auch wohler, mit den Tieren zu arbeiten. Die Initiative fordert mindestens 10% mehr Platz für die Schweine. Das war bei Heinz Lachs kein Problem. Im Stall muss der Landwirt aber nachrüsten. Hier kommt noch ein Fenster rein, denn das Tageslicht reicht nicht aus. Auch für Spielzeug müssen die Bauern sorgen. Und das muss aus organischem Material sein. Heinz Lachs hat sich bei seinen 700 Schweinen für Stroh entschieden. Jetzt dürfen sie auch mit Stroh beschäftigen und haben auch ein bisschen mehr davon, weil sie noch kauen können. Es kann mal runterfallen, sie können damit spielen. Also schon ein bisschen Wellness mehr für die Tiere. Doch bei einem Dutzend Ferkel pro Wurf kann eine Muttersau schon ganz schön in Stress geraten. Zur besseren Entspannung testet Bauer Lachs zwei Methoden, Jutesack und Seil. Wir haben also eine Sau erwischt, die den also sehr extrem genutzt hat und sich gut mit beschäftigt hat, wo die Kleinen gestern geboren sind. Und das hat also ganz gut funktioniert. Eine andere Möglichkeit ist hier, diese Seile, im Moment sehen wir noch nicht so, dass es der Bringer ist, aber muss man erst sehen. Der Test, den wir gemacht haben, ist erst ziemlich jung. In 4 Wochen wissen wir mehr. Ab dem Frühjahr können Bauern wie Heinz Lachs von der Initiative Tierwohl unterstützt werden. Die großen Einzelhändler wie Aldi und Co. wollen zukünftig 4 Cent pro Kilogramm Fleisch in einen Fonds einzahlen. Erfüllt ein Bauer die Kriterien der Initiative, kann er Fördergelder aus dem Fonds beantragen. Bewerben können sich allerdings nur Schweine- und Geflügelbauern. Für die Verbraucherzentrale Düsseldorf ist die Initiative ein erster Schritt in Richtung artgerechtere Tierhaltung. Dennoch gibt es auch Kritikpunkte. Ja, wir sehen auch bei der Initiative die Gefahr, dass Verbraucher da falsche Vorstellungen haben, was sie tatsächlich an Tierschutz bietet. Denn tatsächlich können Landwirte sich nur sehr geringe Verbesserungen wählen der Tierhaltung. Und schon sind sie bei der Initiative dabei. Verbraucher werden aber wahrscheinlich bei der Kommunikation, die die Initiative macht, sehr weitreichende Maßnahmen für den Tierschutz erwarten. Heinz Lachs will sich mit seinem Betrieb jetzt bei Tierwohl bewerben. Weitere 8 Millionen Schweine in Deutschland möchte die Initiative glücklich machen. Vielleicht ist es Ihnen auf dem Weg durch die Stadt schon mal aufgefallen. An vielen Litfaßsäulen, S-Bahnhöfen oder auch in Unterführungen hängen diese mysteriösen schwarz-weißen Plakate. Alle enthalten eine politische Botschaft, aber keinen Absender. Wer dahinter steckt, schauen Sie mal. Seit einigen Wochen hängen sie in der ganzen Stadt. 17 verschiedene politische Botschaften auf mehr als 40 Werbeflächen. Entworfen hat sie der 26-jährige Düsseldorfer Piotr Zapasnik. Mit meinen Plakaten möchte ich die Gesellschaft sensibilisieren, irgendwo auch die Kritikfähigkeit der Leute schärfen. 2 neue Motive entwirft der junge Künstler pro Woche. Diese lässt er 100-fach vervielfältigen und in ganz Düsseldorf verteilen. Die Plakate veröffentlicht er auch auf seiner Homepage. De facto nennt er sein Projekt, das auch Teil seiner Bachelorarbeit ist. Meine Plakate zeichnet aus,
dass ich sie versuche, auf das Minimum runterzubrechen. Also sei es sowohl sprachlich als auch grafisch. Dabei bedient er sich bekannter Symbole. Seine Themen: Politik in Düsseldorf und auf der ganzen Welt. Der umstrittene Ausbau der Düsseldorfer Wehrhahnlinie zum Beispiel. Sein besonderes Kennzeichen: das Smiley-Symbol. Nach den Anschlägen auf die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo veröffentlichte er dieses Plakat. Das tägliche Geschehen, seine Inspiration. Also recherchiert habe ich vornehmlich mit Hilfe von Tageszeitungen. Also habe mich wirklich jeden Morgen hingesetzt, habe mir alle möglichen Zeitungen besorgt, die alle durchgelesen und konnte so abwägen, welches Thema ist jetzt das Wichtigste, welches polarisiert am meisten. Humor lebt weiter, sorgt im Netz für große Aufmerksamkeit. Und auch bei den Düsseldorfern ist es Gesprächsstoff. Es ist schlicht schwarz-weiß gehalten. Das zeigt einerseits auch die Trauer, die dahinter steckt, aber dass nach wie vor für die Meinungsfreiheit gekämpft wird, dass man daran erinnern will. Ich sehe das nicht, was da gemeint ist. Also sprich mich nicht an. Ich finde es gut in Zeiten der Reizüberflutung, dass es schlicht ist. Und es erinnert mich an Picasso. Über 2000 Plakate hat Piotr Zapasnik in den letzten Wochen drucken und aufhängen lassen. Für ihn ist das Projekt mehr als eine Pflichtaufgabe. Ein Feldbett in der Turnhalle. Das ist für viele Asylsuchende in Düsseldorf leider Realität. In der Stadt fehlen Unterkünfte, doch jetzt haben immerhin 63 Flüchtlinge ein neues Quartier bekommen. Das Problem: die Unterkunft ist eigentlich noch gar nicht fertig. Das ist die neue Unterkunft. Ein ehemaliges Schwesternheim in Kaiserswerth. Erst vor kurzem hat die Kirche dies der Stadt überlassen. Der Umzug ein Schnellschuss. Er hat den Umzug organisiert, Peter Abels. Der Ehrenamtliche will helfen und eine neue Heimat für die Flüchtlinge schaffen. Ich habe gehört, dass Hilfe erforderlich ist und ich bin einfach froh, meine Aktivität und meine Kraft hier einzusetzen. Die Kinder lachen zu sehen. Ich merke, wie fröhlich die Leute sind, wenn sie die gesammelten Sachen, die wir bekommen haben, in Empfang nehmen können. Und das ist eine unheimliche Motivation. Lange haben die Hilfesuchenden auf den Umzug gewartet, denn der Platz ist knapp. Im Laufe des Jahres sollen sich die Flüchtlingszahlen in Düsseldorf verdoppeln, von 2000 auf 4000 Flüchtlinge. Deshalb ist die Kirche jetzt eingesprungen. Das Haus stand leer, die Stadt hat es gemietet und wir sind froh, dass wir den Flüchtlingen eine Heimat bieten können und das Haus so gut genutzt wird. Auf diesem Flur wohnt Abdul Al-Manoufi. Der Student ist aus Syrien geflohen. Das Smartphone, sein einziger Kontakt in die Heimat. Er ist froh über den Umzug, denn er konnte die überfüllte Turnhalle gegen das Schwesternwohnheim tauschen. Es gefällt mir hier viel besser. Ich habe jetzt auch mein eigenes Zimmer und eine Küche, in der ich selbst kochen kann. Jetzt muss ich nicht mehr essen, was ich nicht mag. Und niemand raucht mehr in meinem Zimmer. Ich fühle mich besser. Ich bin zufrieden. Mangel an Unterkünften ist hausgemacht, findet Miriam Koch, Integrationsbeauftragte der Stadt. Die Zahlen sind tatsächlich in den letzten Monaten extrem nach oben gegangen. Trotzdem muss man sagen, wir hätten früher anfangen müssen. Dann hätten wir mehr Zeit gehabt, Planungen besser vorzubereiten. Jetzt ist es für alle Beteiligten ein Kraftakt, den wir in den nächsten Monaten stemmen müssen. Die Stadt sucht nun verstärkt nach Unterkünften. Sich weiterhin engagieren, das möchte auch Peter Abels. Ich wünsche den Leuten, dass das Asylverfahren positiv beschieden wird und dass sie dann eine dauerhafte Bleibe hier bei uns bekommen. Mit dem Umzug ins Schwesternwohnheim ist für die Flüchtlinge zumindest ein erster Schritt getan, in Richtung Normalität. Jedes Jahr findet hier in Düsseldorf das größte Judo-Turnier Deutschlands statt, der Grand Prix. Hier treffen sich alle, Olympiasieger, Europameister, große Nachwuchshoffnungen. Eine von ihnen ist die 21-jährige Sonda Dietrich. Wir haben sie nach ihrem Wettkampf getroffen. Der Fokus vieler junger Athleten gilt einem Ziel: einmal bei Olympia dabei sein. Beim Grand Prix kämpfte sich Sonda Dietrich auf den Weltranglisten nach oben. So kommt sie als Kandidatin für Olympia in Rio in Frage. Naja, Olympia für jeden Sportler, das ist das Ziel überhaupt. Das ist einfach so eine große Sache und das ist natürlich ein Traumziel und das möchte man natürlich verwirklichen. Dafür geht man ja jeden Tag wieder auf die Matte und gibt alles, ja. Beim Trainingslager in Düsseldorf sind über 500 Kämpfer der Weltelite auf der Matte.
Techniken ausprobieren, Gegner einschätzen. Für Sandra Dietrich die optimalen Bedingungen. Mit ihrem Trainer Martin Drexler bereitet sie sich normalerweise am Olympiastützpunkt in Köln auf die Wettkämpfe vor. Also Sandras Chance, an den Olympischen Spielen teilzunehmen, ist aus meiner Sicht größer denn je. Natürlich ist das Ziel, jetzt auch das Nahziel, schon nach Rio auf den Zug aufzuspringen. Da müssen ein paar Sachen noch gut laufen, aber es kann gut laufen und bisher kann man da sehr zufrieden sein. Beim Grand Prix trifft sie auf die deutsche Meisterin und Vize-Weltmeisterin Laura Vargas-Koch. Es ist das Halbfinale und Sandra Dietrich siegt. Am Ende wird es aber die Silbermedaille. Jetzt bin ich Zweite geworden. Jetzt kommen natürlich auch Leute auf mich zu und sagen, hey, wir machen eine Runde, hast du noch eins frei? Und das ist ein cooles Gefühl, macht Spaß, aber ja, genauso geht man auch immer noch zu den anderen hin und natürlich möchte man sich immer mit den Besten messen. Dafür sind wir alle hier. Tägliches Training, internationale Wettkämpfe. Sandra Dietrichs Leben ist Judo pur. Wenn man ist auch viel unterwegs, kann nicht immer bei Familiengeburtstagen, Familienfeiern, kann man nicht immer dabei sein, aber am Ende weiß man schon, wofür man es investiert und dann hat man noch ein weinendes, aber auch ein sehr lachendes Auge. Finale und perfektes Training. Die Tage in Düsseldorf haben sich für Sandra Dietrich gelohnt. Sandra Dietrich befindet sich also auf einem guten Weg Richtung Olympia 2016. Dann mal viel Erfolg. Melanie Seidels Sportart wird in den nächsten Jahrzehnten wohl leider nicht olympisch werden. Denn sie macht einen Sport, von dem kleine Mädchen träumen. Melanie Seidel ist Nixe. Mit einer glitzernden Flosse gleitet sie durch die Düsseldorfer Schwimmbäder. Wir sind mit ihr in ihren Alltag unter Wasser eingetaucht. Im Wasser ist Melanie Seidel in ihrem Element. Das Nixenschwimmen ist ihre große Leidenschaft. Also Nixe ist mal, glaube ich, aus dem Herzen, von Haus aus. Und die Nixenseele und die Nixenfähigkeiten, das kann man, glaube ich, herauskitzeln und ausbauen. Dafür bietet Melanie Seidel im Düsseldorfer Raum regelmäßig Kurse und Einzeltrainings an. Für Kinder und Erwachsene. Nina Bialkowski ist Anfängerin. Sie lernt erstmal den richtigen Umgang mit der Flosse. Das ist nicht immer so leicht, wie man denkt. Denn nicht nur der richtige Schwung, auch Atmung und Körperspannung sind wichtig. Ich glaube, es ist so eine Vorstellung. Man hat so eine konkrete Vorstellung, wie man mit der Flosse schwimmt. Und die Realität ist, glaube ich, dass man irgendwann bestimmt dahin kommt. Aber am Anfang ist es mehr das Gefühl, ob man überhaupt aus dem Wasser kommt mit der Flosse oder überhaupt hochkommt. Das geht besonders auf die Bauchmuskeln. Nixenschwimmen ist also ein richtiger Sport, wenn auch ein ungewöhnlicher. Wenn Melanie Seidel und ihre Schützlinge ihre Bahnen ziehen, ist das immer ein Hingucker. Ich kann mich so an die allerersten Tage erinnern, da war das so, ach nee, eine Meerjungfrau, habe ich schon lange nicht gesehen. So, also die sind eigentlich sehr entspannt. Und früher kamen zwischendurch die Fragen, wie kommt man auf die Idee, sowas machen zu wollen. Und jetzt ist es mittlerweile tatsächlich, dadurch, dass es wirklich verbreiteter wurde jetzt in den letzten ein, zwei Jahren, die Leute gehen eigentlich schon ganz entspannt damit um. Melanie Seidel ist seit 2008 als Nixe unterwegs. Seit 2 Jahren auch beruflich mit Schwimmkursen. Eigentlich ist sie gelernte Visagistin. Ein perfektes Make-up gehört für sie auch unter Wasser dazu. Das Nixensein als eine Art Lebensgefühl. Wenn auch nicht 24 Stunden am Tag. Ich bin die Abenteuer-Nixe, ich bin die Hobby-Schwimm-Nixe, ich bin die Mama. Ich bin die Mel, ich bin die Visagistin, ich bin alles Mögliche, aber ich bin nicht immer und überall Nixe. Doch zumindest unter Wasser ist klar, was sie ist. Eine richtige Nixe. Der Frühling ist ja meine Lieblingsjahreszeit. Alles wird heller, wärmer, leichter. Passend dazu hat sich Koch Max Thyssen vom Restaurant Schnellweg 3 Frühlingsgerichte ausgedacht. Ob man die veganen Rezepte auch daheim schnell nachkochen kann, das hat unser Kochmuffel Johanna Friebel getestet.
ist Gemüsezeit. Max Thyssen kauft seine Zutaten saisonal, frisch und aus der Region. Dafür geht er auf den Rochusmarkt, gleich um die Ecke von seinem vegetarischen Restaurant. Das Schnellweg hat er letzten Sommer mit einem Kollegen eröffnet. In der Küche hilft ihm heute die Düsseldorfer Studentin Johanna Friebel. Und das, obwohl Kochen eigentlich so gar nicht ihr Ding ist. Erstmal bin ich natürlich gespannt, wie das vegane Essen dann so schmeckt, denn ganz so oft habe ich noch nicht vegan gegessen und gekocht schon erst recht nicht. Los geht's mit veganem Flammkuchen, Max Thyssons Spezialität. Das Besondere, seine vegane Creme Fraiche-Alternative besteht aus püriertem Tofu und Sojamilch. Ich mag den Flammkuchen, den wir heute machen, besonders gerne, weil man Flammkuchen ja herkömmlich immer nur mit Speck und Zwiebeln kennt. Und ja, ich jetzt mit meinem Interesse für die vegane Ernährung natürlich dann eine Alternative brauchte. Und die Alternativen sind Kirschtomaten, Feigen, Babyspinat und Zwiebeln. Da gibt es zum Beispiel einen ganz guten Trick beim Zwiebelnschneiden, wenn man den Ringel schneiden möchte, weil die Zwiebel hat ja immer die Tendenz wegzurollen. Ja. Dann schneide ich mir immer hier eine Basis. Und dann liegt die Zwiebel sozusagen so, dass die nicht mehr rutschen und wackeln kann. Wahnsinn. Wie viel von jeder Zutat auf dem Flammkuchen landet, ist reine Geschmackssache. Den Ofen heizt Max Thyssen auf 250 Grad vor. Der Flammkuchen muss nur noch knapp 8 Minuten backen. Schmeckt dir? Mhm. Für den leichten Hauptgang verrät Max Thyssen sein Rezept für Nudeln aus Zucchini und Möhren mit grünem Pesto. Mit einem Spritzer Zitrone schmeckt das schön frisch. Das Praktische bei einem Pesto ist ja, dass man sich da gar nicht festlegen muss. Also du kannst Mandeln nehmen, Walnüsse nehmen, aber auch Cashewnüsse, Haselnüsse. Lass uns noch Cashewnüsse reintun. Cashewnüsse auch ja, noch? Ja, ne? Bitte. Ja, ich habe auch Cashewnüsse da. Hohe Cashewnüsse. Mit dem Spiralschneider bringt Max Thyssen Möhren und Zucchini in die richtige Nudelform. Im Gegensatz zu Teignudeln muss die Gemüsevariante allerdings nicht extra gekocht werden. Einfach kurz in der Pfanne im Pesto wenden und fertig ist der Hauptgang. Ist das schöne Kunstwerk hier kaputt machen. Ja, dafür ist es da. Beim veganen Schokopudding verzichtet der Koch komplett auf Sahne. Seine Alternative mit Avocado ist deshalb zwar nicht kalorienarm, punktet aber mit gesunden Fetten. Die Vanilleschote verleiht die besondere Note. Dafür geht man einfach hin und schneidet sozusagen die Schote einmal der Länge nach in der Mitte durch. Dann sieht man auch hier schön das Mark in der Mitte. Und dann hält man einfach das eine Ende fest und zieht dann das Messer einfach flach einmal hier drüber. Den Pudding verfeinert Max Thyssen noch mit einer Prise Chili. Ob Dessert oder Hauptgang, Kochmuffel Johanna Friebel ist begeistert. War wirklich super. Ging auch alles ja total schnell. Lag natürlich auch daran, dass da ein Profi zur Seite stand. Aber gerade der Flammkuchen war wirklich besonders lecker. Und ja, zum Beispiel die Gemüsepasta ist ja, glaube ich, auch wirklich richtig schnell nachzukochen. Also ich glaube, das nehme ich mir schon mal vor. Der krönende Abschluss, Avocado-Pudding mit Frühlingstopping. Lecker. Schmeckt dir? Ja, das sah doch wirklich lecker aus. Viel Spaß beim Nachkochen. Soweit unsere Sendung Durchblick Düsseldorf. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.